Willkommen zu einer neuen Folge von ARK. Ist immer noch die gleiche Session wie die erste. Ich weiß gar nicht, Folge 4, 5, weiß ich gar nicht, was das jetzt ist. Voll raus. Coole Frage, ich glaube 4. Ja, ne? Der hier ist lieb, hab ich gehört, und der haut ab, hab ich gehört. Level 18. Den werde ich nicht kalt kriegen, oder? Der rennt vorher weg. Vor allem, wir zücken beide gleichzeitig die Dinger und er rennt. Jetzt rennt er da hinten über den Fels drüber. Also, Alter, wie der springt. Nice. Oh. Ja, egal. Dann lassen wir ihn. So, was war unser Ziel für heute? Wir wollten jagen gehen. Wir brauchen nämlich Leder für ein Bett. Das Bett ist nämlich ganz wichtig. Wir sind noch gar nicht gestorben, ne? Außer ganz am Anfang. Ganz am Anfang mal, ja. Da frisst er erstmal was. Ja, muss ich. Ich auch. Da ist ein paar Bären. So. So, denn das Bett brauchen wir zum Speichern als Spawnpunkt. Dann spawnen wir nicht irgendwo. Zwar in diesem Quadranten, aber das kann halt auch echt hässlich werden. Ob wir uns an eine Schildkröte wagen sollten? Das wollte ich erstmal noch nicht machen. Also ich sehe jetzt gerade halt auch kein Tier, was irgendwie festhängt. Nein. Ich würde sagen, wir gehen mal nach hier hinten. Komm mal mit. In meine Richtung. Okay. Wir gucken mal hier hinten, weil hier eigentlich immer irgendwo was. Da kann man auch mal auf einen Parasaurus oder so treffen, der irgendwo im Baum hängt. Sehr schön. Da hängt zum Beispiel eine Schildkröte. Oh nein, die hängt nicht fest, die läuft. Schade. Welches Level hatten die? Level 3. Ja. Aber die können halt auch, die halten sehr viel aus. Und teilen auch ganz gut Schaden aus. Meinst du, das ist noch zu früh? Ja, aber können es auch schaffen, wenn der eine so weglockt und der andere immer aufs Ärschchen piekst. Ja. Aber ich würde sagen, wir gucken mal hier hinten weiter, weil hier sind auch immer Dodos unterwegs und kann halt auch der eine oder andere Parasaurus mal am Baum hängen. Natürlich jetzt das beste Beispiel, hier ist nämlich gar nichts. Das ist immer so. Hier ist wirklich gar... Ah, ein Dodo. Ein toter Dodo. Ja. Spitzhacke oder Axt? Spitzhacke kriegst du mehr Fleisch, Axt kriegst du mehr Leder. Alles klar. 7 Leder, das reicht uns noch nicht. Fürs Bett brauchen wir, glaube ich, was waren das? 40, glaube ich, 40 Leder. Das ist so übertrieben viel, ey. Was ist denn das für ein King-Size-Bett, ey? Und ist es am Ende nur so ein hässliches... Level 7, nee, hier ist aber absolut nichts. Ist halt blöd, einmal hast du hier Dodos ohne Ende und auch Saurier, die irgendwo festhängen, und das andere Mal hast du nichts. Ja, hier ist halt wirklich nichts. Hier ist noch eine Schildkröte. Man kann hier hinten nochmal schön langlaufen. Ja, scheiße. Hier ist so ein Waldweg. Alter, hier ist ja auch richtig geil, oder? An dem großen Felsen, richtig cool. Ja, wenn du da am Felsen vorbeischwimmst oder halt rüberschwimmst, auf der anderen Seite langläufst, da kommst du halt komplett über Land, kommst du hinten auch als so eine Flussmündung. Da ist auch richtig cool, aber da kann es auch ziemlich hässlich werden. Ich höre einen Dodo. Ah, ich sehe sogar 2. Ich habe noch was anderes gehört, das hat sich jetzt nicht so gut angehört gerade. Hilfe. Das sind ja 3. Einer ist... Nein, Hilfe! Brauchst du Hilfe? Ja. Hast du gerade gesagt, mein Spiel ist kaputt? Wo bist du denn? Mein Speer. Achso. Oh, ich hab's schon. 3 Stück. 3 was denn? Von diesen kleinen... Von diesen Mini-Viechern? Genau. Ah, die sind so ätzend, ey. Alter, drüben auf der Insel, ey. Das sind ja 1, 2, 3, 4, 6, 7 Dodos. Sag mal, wo bist denn du? Ich stehe hier oben so halb am Stein. So mehr Richtung Hütte oder mehr da, wo wir gerade im Wald waren? Nein, immer noch hier, wo du die Dodos hattest. Willst du mich verarschen? Ja, und ich kletter mal auf den Stein. Hinter den. Ja, weiter. Ladadi, ladada. Ich bin nämlich zurück zum Strand gerannt. Ja. Ach da. Da ist auch wieder ein Dodo, sehe ich gerade.
packe ich mir. Die kleinen Viecher habe ich hier noch nie gesehen. Ich habe jetzt auch mal so ein bisschen Leder von den kleinen Viechern eingesammelt. Das waren... wo ist denn das Leder? Also ich habe jetzt 22 Leder und ein bisschen Holz. Ich habe 34 Leder. Ach, guck mal, hier sind zwei Lutzens. Und ein Trike. Ja. Der hat. Ein Dodo. Was hat denn der? Level 4 hat der Trike. Ja, der, den würde ich trotzdem nicht angreifen. Nö. Nee. Aber den Dodo. Oh, guck mal, hier liegt ein Ei. Was ist das? Ein Trike-Ei. Das würde ich jetzt aber nicht aufheben, weil sonst greift er nämlich sofort an. Da hat er auch recht. Hm? Warum hast du den Dodo getötet, aber nicht komplett ausgenommen? Hab ich doch. Nee, der liegt hier immer noch. Echt? Oh! Hoppla! Und der hat nochmal 8 Leder gegeben. Hoppla! Oh, das Eimer klauen und ganz schnell wegrennen. Ich hab geschissen vor Angst. Ich hab's genommen. Wow, und er greift an. Ach du Scheiße. Er rennt schon. Alter, das ist ja übel. Der ist ja sofort losgerannt. Mhm. Ich renn zum Strand. Wenn wir Pech haben. Oh, hier steckt das Männchen, glaube ich, im Baum. Kommt der? Mich? Weiß oh, Alter, nicht. Scheiße. Der ich rennt. Keine Musik. Ja, ich auch nicht, aber er rennt. Nur, wenn, dann greift er eh nur dich an. Scheiße, ey. Alter. Jetzt ist er weg. Ja, ist weg. Jetzt kommst nur du. Ja. Kann ich das Ei irgendwo hinschmeißen? Ich will das nicht mehr haben. Selbst wenn du das jetzt droppst, ich hab's jetzt hier an den Strand geschmissen. Der trotzdem noch hinter dir her. Aber der ist alles safe. Scheiße, da kommt er. Alter. Oh verdammt, jetzt hab ich das Ei aber in der Tasche. Oh, er jagt immer noch dich. Geh weg, Alter. Hau mal ab. Wo ist er? Hin am Stein. Er kommt. Scheiße. Komm ich auf den Stein? Ich weiß es. Nein, komm rennt, ich. Ah! Alter, weg. Er hat mich voll geschmissen, ey. Verpiss dich, du Alter. Okay, dass der so weit hinterher rennt, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. So, jetzt kann er mir nix. Jetzt kann er mir nix mehr. Ah, oh, fuck, hätte ich jetzt. Alter, macht der den Stein kaputt? Nein. Weiß ich nicht. Ich stehe. Alter, der kommt auf den. Alter, Scheiße. Ich bin tot. Ich bin so gut wie tot. Der ist auf den Stein geklettert. Und ciao. Na. Alter. Der ist auf den Stein, ey. Komm jetzt mal in die Richtung in der Hoffnung, dass er mich nicht angreift. Dann siehst du, wo ich bin oder wo du hin musst. Ah, jetzt bin ich. Ach Mann, jetzt bin ich hier wieder am Arsch der Welt. Ich hab das Ei in der Tasche, aber das scheint ihn nicht zu jucken. Aber wenn du es klaust, ist okay, oder was? Ja, du hast es gedroppt und ich hab's aufgehoben. Toll. Bist du weit weg an dem Strand? Weil wenn du Pech hast, läufst du irgendwelchen Raptoren in dir. Nee, ich bin wieder auf dieser baumlosen Insel, wo wir am Anfang gestartet waren. Ach so. Ich finde auch deine Leiche nicht. Hier ist aber trotzdem so ein Mini-Raptor-Kackviech. Ah, ich habe ja nichts einstecken mehr. Haut ab. Ich finde deine Leiche nicht. Also ich bin bei den Steinen, aber ich finde die Leiche einfach nicht. Moment. Dodo! Also jetzt bin ich wieder hier bei den ganzen Dodos. Ey, 5, 6, 7, 10 Dodos auf einem Haufen. Bringt mir aber nix. Oh fuck, Piranha, ich bin schon wieder tot. Vergiss es. Das hat sich erledigt. Scheiße. Jetzt haben sie mich gefressen. Vielleicht spawn ich ja jetzt Leiche woanders. Oh, jetzt bin ich wieder bei dir gespawnt. Och nö. Oh, das finde ich kacke, ne? Mit dem dazu spawnen immer. Ja. Weil ich weiß auch nicht, warum das ist. Kann man das vielleicht ausstellen? Nee. Warum nicht?
Das hängt mit dem non-dedicated Server irgendwie zusammen. Das ist doch kacke. Das kann sein, wenn einer in einem anderen Quadranten ist oder so, oder? Beim Spawn. Ja, ich weiß. Ne? Es ist, glaube ich, nur die Entfernung. Dass wir eben ein Stückchen zu weit entfernt waren und dadurch sind wir zusammengespawnt. Ich muss schleunigst was trinken. Ich dehydriere gerade. Ab ins Wasser. Ja, ich habe keine Ausdauer mehr. Ich kann nicht mehr rennen. Ich habe Hunger. Okay, ich habe nur keine Ausdauer mehr. Sonst ist alles tutti. So. Das ist gerade nicht so gut. Renn nicht so schnell. Ich komme nicht hinterher. Bist du vollgeladen oder was? Nee, keine Ausdauer. Und dadurch, dass ich gerade dehydriere, lädt sie sich auch nicht auf. Oder nicht schnell. Alter, diese Kack-Piranhas, ey. Ich hasse diese Mistviecher. Verliere auch langsam Leben und bin müde und... Was? Alter, was ist das denn gewesen jetzt? Ist schon wieder gestorben durch ein Piranha. Ach, hör auf, ey. Alter, ey. Oh, Mann. Oh, ich spawn als hier an dieser Kack-Drecksecke. Sogar den Piranha. Also dein Zeug ist dann wahrscheinlich weg, was du gesammelt hast. Ja toll, das war halt ein ganzer Arsch voll Leder. Ja. Das ist doch scheiße. Mist, Elender. Ich versuche mal von der anderen Seite rumzukommen, aber das schaffe ich da auch nicht. Aber hätten wir das einmal liegen lassen. Oh nee, Alter, jetzt ist da auch noch so ein fettes Krokodil. Greifen die immer an, die Krokodile? Ja. Sind sehr aggressiv. Oh, das. Oh Mann, ey. Vielleicht komme ich irgendwie durch den Wald. Ich glaube zwar nicht, aber. Also ich bin jetzt hier an der Stelle, wo wir am Anfang drüber sind. Oder durch sind. Ja, da kam ich ja nicht mal hin, ey. Guck mal, ob irgendwo Piranhas sind, aber hier sind gerade keine. Alter, hier kämpfen gerade Krokodile mit Schildkröten und ein Dodo läuft dazwischen rum. Bist du hinten bei unserer jetzt da wieder gespawnt, wo wir die ganze Zeit waren, oder? Ja. Ach so, weil drüben bei unserem Lager ist nämlich auch gerade ein Krokodil. Ach so. Das schleicht sich gerade da Richtung hier Lager. Hier steckt ein Trike fest. Level 3. Und ich habe nichts einstecken. Das wabert die ganze Zeit mit dem Kopf im Stein rum. Scheiße. Oh, das ist doch ätzend. Mit den Fäusten kriege ich das doch nicht platt. Nee, das kannst du vergessen. Ja, nee. Ey, wie viele Viecher hier sind. Noch ein Lutz und noch ein Trike. Schön. Noch ein Dodo. Mehrere Dodos. Wenn ich ja wüsste, wo du bist, würde ich dir entgegenkommen mit meinen Waffen. Ich bin am Strand auf diesem riesen Felsen, wo du vorhin gesagt hast, da kann man drum rumschwimmen. Auf dem bin ich oben drauf. Und werde schon wieder angegriffen. Ach, da hinten, wo wir gerade waren? Mhm. Ich bin da, wo wir am Anfang gespawnt sind, wo wir unser erstes Campfire gemacht haben. Als Maul. Ich bin von dem riesen Felsen gesprungen. Gefallen. Alter, und spawne schon wieder hier. Das ist doch echt. Das ist doch ein schlechter. Also ich, Witz. Ich bin jetzt da, wo wir das erste Campfire hatten. Und da ist das Krokodil gerade schwer unterwegs. Ich hoffe, das findet mich nicht. Ich muss hier mal irgendwo auf den Felsen. Ah, das erste Campfire. Ja, da komme ich auch hin. Ja gut, ich stelle mich mal hier oben auf den Felsen in der Hoffnung, dass mich das Krokodil nicht entdeckt. So eine Scheiße, wo ist denn hier ein Krokodil? Das ist da im Wasser gerade und schwimmt. Da, wo wir am Anfang immer hin und her, oder wo du immer hin und her geschwommen bist, wegen den Sachen holen. Da schwimmt das gerade von links nach rechts, von rechts nach links. Alter, und jetzt komme ich hier nicht durch. Ah, kann ich durchgehen. Yay! Ach, sag Bescheid, wenn du hier am Strand bist. Ja, bin ich gleich.
müsste langsam auch. Also ich laufe schon, ich renne schon am Strand entlang. Ah, scheiße, wir hätten mal hier die. Ja, meine Rüstung und alles, das ist alles für den Arsch jetzt, oder? Das ist auf jeden Fall weg, das Zeug. Das wird jetzt komplett weg sein, ja. Ach Mensch, ey, das ist echt ärgerlich. Das ist so für den Arsch gerade gewesen, alles. Ah, hätten wir das Ei liegen lassen. Mist. Ich habe halt echt nicht gedacht, dass das Viech so lange hinter dir her rennt. Ja, ich auch nicht. Da, wo wir durch. Ja, ich bin ja dann auf so einen riesen Felsen geklettert und das Vieh ist einfach da gnadenlos hochgestampft. Also wie Wolowitz Mutter kam das hinterher, stinkesauer. Ah, da oben bist du ja. Ja. Dach, junger Mann. Beobachte das Krokodil, wie es gerade gegen die Schildkröte kämpft, in der Hoffnung, dass es irgendwann, dass es jetzt gleich tot ist, oder? Ja, es ist halt richtig ätzend, jetzt können wir da auch gar nicht rüber, ne? Ja. Scheiße. So ein Krokodil kannst du schon, wenn das Level 2 oder so hat, kannst du das schon platt machen. Aber, ja, ich hab ja, hast du zufällig irgendwie Sachen einstecken? Ein Speer nee. oder so? Ich hab ja gar nichts mehr. Rüber, es kommt hier rüber, es kommt hier rüber. Alter, wie schnell ist das denn? Weg, weg, das ist im Wasser verdammt schnell. Ich seh's nicht mehr. Boah, Alter, scheiße. Nein, das vor dir war gerade eine Schildkröte, das war nicht das Viech. Achso. Ich hab gerade irgendwelche. Es kämpft gerade gegen die Schildkröte. Irgendwelche Stacheln gerade gesehen. Mir fehlen 7 Fiber, dann könnte ich dir wenigstens ein Speer machen. Na toll, und hier gibt's nix. Genau. Wir könnten versuchen, ob wir da durchkommen. Das habe ich eben auch gedacht, aber ich sehe schon von hier den scheiß Piranha. Scheiße, es kommt, es kommt, es kommt, es kommt. Komm, hier, schnell hier rüber. Voll den Dodo platt, ey. Schnell hierher. Komm, wir versuchen es einfach rüber, ne? Ja, ich guck mal, wenn es nicht der Piranha ist. Es ist der Piranha. Oh. Und ich bin tot. Alter, Leute, das ist echt scheiße. Hättest du mich mal vorgehen lassen, ich hab doch eine Waffe. Ach ja, toll. Stimmt. Und ah, da kommt er, da kommt er, da ich bin woanders da. Gespawnt. Ich bin an Bäumen. Ah krass, ich bin auf der Insel, wo wir unser erstes Camp gebaut haben. Also der Piranha ist schon mal tot. Wo bin ich denn? Hä? Ich hab grad so die Lecks. Ach du Scheiße. Wo bin ich? Alter, ich glaube, ich bin sowas von. Oh nein, ich bin richtig, richtig weit weg. In welche Richtung muss ich denn? Ich glaube, hier lang. Alter, ich schaff's doch nie. Jetzt fängt's an zu regnen. Ich schaff's doch nie und nimmer zum Camp. Nie und nimmer. Ja, und ich leck hier gerade nur durch die Gegend. Ja, ich auch. Und da ist wieder ein Krokodil. Ich glaube, du läufst in die falsche Richtung. Kann das sein? Du ziehst mich nämlich gerade hinter dir her ins Wasser. Was? Ja. Ich glaube, du bist in die falsche Richtung gelaufen. Alter, das ist doch nicht wahr hier. Was ist das denn für eine Kacke? Jetzt läufst du in die richtige Richtung. Alter, und jetzt ist da hier noch so ein Dilo. Ich drehe am Rad hier, echt. Ja, so Probleme hat man beim Testen auch am Anfang. Ist doch scheiße. Das Blöde ist, du kommst jetzt, du läufst wieder auf die Felswand zu und müsstest da rein theoretisch wieder durchschwimmen. Ich habe ja eben versucht gehabt, drüber zu gehen, aber das hat nicht, dann bin ich ja runtergefallen. Weil dumm. Und es regnet und ich habe Lecks und das gefällt mir gerade hier gar nicht. Diese Aufnahme und diese Folge ist scheiße. Ich meine, wir haben ja schon 20 Minuten rum. Und es ist einfach. Ah, Krokodil! Alter! Alter! Also, ich bin hier unten am Strand, an der Ecke da, wo wir eben waren, und warte auf dich.
Nur du kommst halt über die Felsen auch nicht wirklich. Du kommst nur da hinten dann über den Weg, wo der Trike eben war. Mich guckt ein Krokodil an. Da kommst du dann irgendwo raus. Mich würde ja mal interessieren, ob ich es schaffe, doch an dem Stein lang zu schwimmen, wenn ich ganz nah am Rand bleibe. Weiß halt nicht, was da unten drin so lauert. Ich auch nicht, ich habe auch Angst runter zu gucken. Du bist doch jetzt am Strand, oder? Nein, ich bin am Stein. Ach so. Nein, halt, warte, weiß ich nicht, wo bin ich denn überhaupt? Ja, doch, 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 ich bin an diesem Riesenfelsen. Ja, du könntest rein theoretisch da hinten oben den Strand rumlaufen und dann versuchen, da hier an der Stelle, wo wir eben waren, durchs Wasser zu schwimmen. Nee, 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 nee. Ich habe eine andere Idee. Ich versuche, sicher durchs Wasser zu kommen. Tolle Idee, ne? Ja, wenn du es schaffst, ist auch toll. Ja, das Ding ist, ich habe über die Hälfte schon geschafft. Hm. Ich bin gerade sehr begeistert. Ja, 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 sieht gut aus. Wenn jetzt keine Piranhas kommen. Ah, das sieht super aus. Es ist nur echt ultra ätzend, dass mein Kram weg ist jetzt. Hallöchen. Hallo. Hier ist voll geil. Ja, hier ist halt relativ safe, ne? So, und ich friere. Dass der Kram weg ist, ist jetzt ein bisschen blöd. Es ist richtig blöd. Es war halt auch die ganze Rüstung und ja. Eine extra Axt. Ich habe ja alles doppelt gemacht, wenn du es so willst. Mhm. Hast du noch nichts mehr in Kisten drin? Nee, ich glaube, da habe ich echt nur Rohmaterialien drin gehabt. Weil ich mach nicht so schnell, ne, dass das Krokodil gleich hier irgendwo wieder auftaucht. Dann haben wir halt echt ein Problem. Das ist eben da hinten an Land gewesen und ist über die Felsen rüber. Aber bei den Viechern weiß man nie so genau. Es kann sein, dass das schon wieder hier irgendwo ist. Ich dachte gerade, hier ist es, aber ja, es ist nur ein Stein. Nein, unser Camp ist sicher. Also sieht sicher aus. Ich mach direkt mal Feuer an. Ich muss auch gleich schon wieder essen jetzt. Ah, warte mal. Doch. Ich hab geschissen. Ich hab ein bisschen Fleisch. Hast du Fleisch? Müsste eigentlich was haben, ja. Also im Feuer ist nichts. Nee, noch nicht. Ja, 19. Nein, 23 sogar. So, hier kann ich mir ein paar Sachen nehmen. Das bringt mir gerade nichts. Scheiße. Ich nehme mir gerade mal die Beeren. Ja, ich habe Beeren in der Tasche. Ich nehme die. Die sind ganz gut. Alles verloren, alles neu machen. Ach, das ist doch ein Kackwerk hier, echt. Das waren jetzt über 10 Minuten, Viertelstunde, was das Zeug da lag, ne? Weiß ich nicht. Ja, ich denke schon. Wo waren das jetzt überhaupt? Ich hätte es ja mitgenommen, aber ich habe es nicht gefunden. Das war doch. Ich geh gerade einfach mal gucken. Ich muss gerade erstmal was essen. So. Das war direkt hier am Strand. Du hast aber nicht zufällig. Nicht da, wo du jetzt bist. Nee? In andere Richtung. Nur gar nicht. Doch. Ja, wir sind eben einen anderen Weg zurückgelaufen. Ach so. Ich dachte gerade, ich wäre so desorientiert. Ich bin desorientiert. Aber nach Hause finde ich immer wieder. Nee, war doch richtig. Nein. Natürlich. Nein. In die andere Richtung musste. Hier lang? Nein, gar nicht. Doch, pass auf, ich zeig dir das. War ich mit dem... Hier links sind wir eben rausgekommen. Alter, ist er das? Na, hä? Ist er das? Der Dicke?
Das könnte ja rein theoretisch sein, ja. Alter, soll sich bloß verpissen, ey. Hier sind wir So. rausgekommen. Hier sind die Felsen. Ja, ich sehe es gerade. Genau, hier bin ich. Genau, hier ist die, auf den Felsen bin ich geklettert. Naja, jetzt hänge ich hier fest. Ich bin hier immer nicht hoch. Das habe ich mir gedacht, aber ich bin nicht hochgekommen. Aber ich glaube, da oben liegt noch irgendwas, oder? Ich bin, glaube ich, von der Wurzel aus. Müsste es gehen. Ja. Nee, da oben liegt nichts. Oh, schade. Scheiße. Nee. Ich weiß auch gar nicht, wo bin ich denn gelandet? Vielleicht liegt's ja dann eher. Nee, auch nicht. Nee, nee, kannst du leider. Kannst du abhaken. Ist weg. Kannst du abhaken. Gut, das gehört halt dazu, ne? Ja, leider schon. Haben wir mal gezeigt, was man nicht machen sollte. Ja, das war. Wie war das Ziel für die Folge? Das haben wir irgendwie nicht so ganz erreicht, ne? Das Bett bauen. Ja, können Bett wir immer bauen noch, und Dodo-Tame. Ja, ich habe genug Leder. Echt? Kann man auch bauen. Ja, cool, ich hab Bett gelernt, kannst hier reinschmeißen. Also, oder mir geben, wie auch immer. Ja, ich schmeiß. Hier ist mein Leder, da. 49 Stück. Ah, oh, perfekt, ey, geil. So, was braucht man noch dafür? So, Wood Thatch Fiber. Und das nicht zu knapp. Ah, ich brauche auch Holz ohne Ende. Alter, uns fehlen unglaublich viele Thatch. Das ist doch kacke. Ja, die kannst du ja mit der Spitzhacke von Bäumen abbauen. Ja, 65 Stück fehlen uns. Ja, haha, okay. Du bist lustig, ich habe ja keine Spitzhacke. Das muss ich mir auch alles neu machen. Warte, ich habe doch am Anfang... Habe ich die noch? Bin ich danach gestorben? Warte, ich habe mir gerade eine neue Spitzhacke gemacht. Alles gut. Alles ja, gut. Ich hätte auch noch eine in der Tasche gehabt jetzt. Ja, wir brauchen ja eh. So. Fiber sammeln finde ich gerade ein bisschen... Da, 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 wir sammeln Fetch. Fiber sammeln, das geht nachher auch ein bisschen leichter. Ja, das geht mir so auf die Eier einfach. Ja, du kannst nachher eine Sichel craften. Und mit der Sichel kriegst du aus dem Büschen keine Beeren raus, du kriegst nur Fiber. Ah, oh, das ist echt ein Traum, weil das geht mir so auf den Sack, ständig diese Beeren da zu sammeln. Oh, ich hab Hunger. Und ich komme nicht von der Stelle. Oh, scheiße, Hunger habe ich auch. Ehrenfressen. Kleinen Bär-Cocktail. Und ein Level-Up. So, Thatch habe ich auch gleich genug. Das ist immer so geil, wenn er am Verhungern ist, macht er nur... Dann ist er halt echt schon... Krass am Verhungern, oder? Ja, ist er ja. Verliere sogar schon etwas Leben. Schön. So, nein. Mein Freund, ich habe gerade ein Bett gebaut. Warte, und ich leg da mal wieder ein bisschen Fleisch rein. Warum macht ihr das nicht? Scheiße, nein, warte, ich drops. Nein, da nicht. Hier. So, Bett steht. Nimm dir das hier mal schnell. Wo bist du denn? Vorne am Wasser. Okay. Oh, ist das für mich? Eins ist noch im Dings drin. Das ist nicht alles für mich, oder? Doch, es waren 18 Stück oder so. Was? Das hast du aber schön dahingestellt. Ja, ich will da noch eine Kiste nebendran stellen und so. Das wird schön.
So. Mach jetzt Scheiße. Mal die Wände neu. Komm jetzt aus Holz. Finde ich schöner wie. Ja, auf jeden Fall. Was haben wir hier? Standing Torch. Ich mach dir mal ein bisschen Licht, würde ich sagen. Och, ich sehe eigentlich ganz gut. Machen wir die Tür vorne hin? Oder auf der Seite? Vorne, oder? Ja, vorne. Ich muss ja wahrscheinlich wieder hier. Willst du, soll das hier ein Balkon werden, wo du gerade drauf stehst? Ich würde sagen, da hauen wir nochmal eine Reihe vorne dran. Okay. Als Terrasse. Es wird halt wirklich ziemlich groß, das Ding, aber wir brauchen da ja ohne Ende Platz. Ja, ich habe überlegt, ob wir nicht direkt eine Decke einziehen, sondern Wand auf Wand machen. Dass die Decke höher ist, weil sonst stehst du ja immer direkt unter der Decke. Das ist halt auch total ätzend irgendwie. Ne, es geht aber. Ist gar nicht so schlimm. Mist. Ich ziehe erstmal komplett rundherum eine Wand und mache hier vorne eine. Ja, gut, ist halt die Frage. Macht man hier vorne nochmal eine Reihe Dings hin? Als Terrasse und da die Rampe dran? Würde ich schon sagen, weil ich finde das sonst ein bisschen zu klein, wenn das hier nur zwei Reihen sind. Alter, was für eine Riesenhütte das wird, ey. Ja, voll übertrieben. Verguck dich mal nicht. Voll übertrieben. Man kann ja eine Seite auch noch anbauen als Stall, wie ich das bei mir da im Singleplayer gemacht habe. So, ich. Ja, das ist eine gute Idee. Ich gehe erstmal hier ins Bettchen. Den ich allerdings gar nicht. Versucht. Ich habe gerade ins Bett geschillt. Alter, was für ein Flatschen. So, mit diesem Flatschen Scheiße werde ich mich jetzt verabschieden. Wir sind ein bisschen in die Überlänge gegangen, aber das ist völlig Wumpe. Wir sehen uns bis gleich. Ich brauche mir ein eigenes Bett, bitte. Ja, aus Scheiße. Ciao.